Heute Tipps-Video zum fünften Spieltag der Bundesliga. Erstes Spiel BVB gegen Hoffenheim. Oh, nach dem letzten Sieg von Dortmund, der gegen Hertha knapp war, und dem letzten Sieg von Hoffenheim, denke ich mal trotzdem, dass Hoffenheim hier die stärkere Mannschaft sein wird. Sie werden hier mit 2 zu 1 gewinnen. Seit dem Bremen-Spiel ist Dortmund aber auch ehrlich, muss ich sagen, nicht mehr wirklich ein Favorit. Union Berlin gegen Bayern München, boah, ein ganz, ganz starkes Spiel. Beide Mannschaften haben noch nicht verloren. Beide sind so ungefähr, sind halt erst und zweiter. Boah, das wird ein geiles Spiel. Und ich sage aber, Bayern wird es knapp, aber 3 zu 2 gewinnen. Union wird gut dagegen spielen. Bayern 0 für Leverkusen gegen Freiburg. Nach dem ersten Sieg von Leverkusen letzte Woche gegen Mainz 3 zu 0 und von Freiburg der letzten Sieg, denke ich mal, dass hier für Leverkusen der zweite Sieg noch nicht reicht. Und für Freiburg auch kein Sieg reicht. Ich sage, hier wird es ein 2-2. Wolfsburg gegen Köln. Wolfsburg nicht in der Lage zu gewinnen. Köln nach dem ersten Sieg auch nicht mehr in der Lage zu gewinnen. Ja, Europa kommt noch dazu und so. Deswegen denke ich mal, hier wird es ein ja, mittleres 1-1. So kann man machen. Wird nicht das Spannendste. Stuttgart gegen Schalke. Nach dem letzten Spiel von Schalke, Digga, brauche ich glaube ich nicht viel dazu zu sagen. Stuttgart aber auch in der Sturmposition aktuell echt sehr belastend. Auch wenn sie jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, Guirassy sich geholt haben, Digga. Weiß nicht, ob es damit besser wird und ich weiß nicht, ob der schon spielen kann, aber ich glaube nicht. Hier sage ich mal, dass das Spiel 2 zu 1 oder eher gesagt 2 zu 0 für Stuttgart ausgeht. Weil nach dem letzten Spiel von Schalke kann man das auch eigentlich nicht erwarten, dass Schalke hier gewinnt. VfL Bochum gegen Werder Bremen. Bremen letztes Spiel gegen Frankfurt knapp verloren, haben sich gut geschlagen. Und ja, jetzt kommt Bochum, das Schlusslicht der Liga aktuell. Ich sage, das Spiel gewinnt Bremen mit 3 zu 1. Bremen ist einfach für mich der Überraschungsverein. Und Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig, Frankfurt nach dem knappen Sieg gegen Bremen und Leipzig nach dem ja, 2-0-Sieg in Wolfsburg und dem Pokalspiel unter der Woche, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier ein schwieriges Spiel für Leipzig wird, weil sie hatten auch noch Belastung unter der Woche, auch wenn es nur gegen die Viertelliga ist, es war eine Belastung. Ich sag, hier wird das Spiel mit 3-3 ausgehen. Viele Tore werden fallen, aber nicht für einen Sieg für beide reichen. Augsburg gegen Hertha, beide Spiele seit zwei Spielen kein. Ja, seit zwei Spielen in Folge wieder verloren. Augsburg hat zwar einen Sieg, hatten das Glück gegen die Leverkusener. Die Hertha hatte das Glück noch nicht. Ich sag, das Spiel gewinnt die Hertha mit 2 zu 1, weil ich Augsburg. Ich finde den Kader halt überhaupt nicht Bundesliga-tauglich. Von Augsburg, von Hertha ist der auch nicht geil. Aber ich habe, glaube ich, doch ein Stück Qualität mehr als Augsburgs. Borussia Mönchengladbach gegen Mainz. Mainz nach dem letzten Spiel gegen Leverkusen. Ja, war oder früher oder später eh so. Klar, das Spiel von Gladbach, was ja im Sommer gefühlt alleine gespielt hat. Ja, an der Stelle sage ich mal, wird das ein knackiges 3 zu 0 für Gladbach. Mainz wird wenig Chancen am Start und wird genauso verlieren wie die Woche zuvor. Tabelle aktuell stand vor dem Spiel. Und das war das Team der Woche vom letzten Spiel. Sommer verdient der beste Spieler. Dass Kempf darin gelandet ist, weiß auch nur Gott höchstpersönlich. Und ja, Frimpong mit zwei Toren als Verteidiger, auch starke Leistung. Kommentar, Like, Feedback, würde mich freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal.